Ich möchte euch heute eine ganz einfache Variante für so ein kleines Täschchen, Kosmetiktäschchen oder was man sonst da rein tun möchte, zeigen. Dieses hatte ich schon mal genäht. Und also wie gesagt, das ist die einfachste Variante. Sie ist nicht gefüttert. Auch hier keine verdeckten Nähte. Hier hatte ich also innen den Saum einfach mit der Overlock genäht. Das kann man genauso gut mit einem Zickzackstich. Und ja, jetzt habe ich hier den Stoff vorbereitet. Da kann man jede Größe wählen, wie man möchte. Ich habe hier 18 x 38, das entspricht ungefähr dieser anderen Tasche. Ein Reißverschluss in der Länge 18 cm, passend einfach zur Farbe. Und ja, ich habe hier ein kleines Stofflabel, das braucht man natürlich nicht. So, als erstes lege ich den Reißverschluss an einem Ende falsch rum hier drauf. Und stecke es entweder ab oder klammer es. Werde also hier mit einem Reißverschlussfuß, auch das ist nicht zwingend notwendig, aber macht es ein bisschen einfacher, weil man Platz hat, eine Naht nähen. Dann werde ich es umklappen und hier oben drauf eine Ziernaht nähen. A, sieht schöner aus und B, ist es dann etwas besser fixiert. Und anschließend das Gleiche dann hier machen. Und beim Nähen der Ziernaht ist es dann auf der zweiten Seite ein bisschen fummelig, weil man aufpassen muss, dass man nicht hier unten das festnäht. Also wie gesagt, ich beginne jetzt mit der Naht und anschließend kommt dann die andere Seite. Also so sieht es jetzt aus. Das ist also quasi die Innenseite. Reißverschluss dran genäht und hier an den Kanten nochmal ein Zierstich. Und ich werde es jetzt erstmal gar nicht wenden. Ich muss jetzt einfach nur vom Motiv her gucken. Da ist der Vogel, der soll quasi unten sein. Man kann den Reißverschluss platzieren, wo man möchte. Entweder mittig oder ganz oben. Ich mache es immer gerne so ein Drittel, Viertel von oben. Und ja, stecke das jetzt einfach mal so fest oder klammere es und werde hier an einer Stelle mein kleines Stoffbändel einarbeiten. Also ich falte es doppelt und stecke es hier rein. Bei Schrift natürlich einfach darauf achten, dass es richtig rum ist. Und werde also diese zwei Seiten einfach mal mit einem geraden Stich nähen und anschließend mit einem Kreuzstich, Zickzackstich vernähen. Und wer eine Overlock hat, könnte das auch natürlich damit machen, muss man aber nicht. Wer jetzt sagt, die Tasche gefällt mir optisch zwar ganz gut, aber ich mag diese Nähte innen nicht, der soll dann einfach mal mein nächstes Video abwarten. Da mache ich quasi die gleiche Tasche mit einem Futterstoff, sodass man dann innen schön verdeckte Nähte hat. Und wenn man also diese Variante näht, da ist es einfach wichtig, dadurch, dass man ja nur eine Lage Stoff hat, kräftigen Stoff dann zu wählen.